Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Menschen, die nach Berlin kommen, Menschen, die nicht in Berlin leben, sollen in unterschiedlichen Sprachen an öffentlichen Stellen über Kameraüberwachung nicht informiert werden. Auf den Hinweisschildern gibt es anscheinend nicht genug Plätze für unterschiedliche Sprachen. Und das ist anscheinend das, was die SPD unter Interkulturalität in dieser Stadt versteht. Die Hinweispflicht bei der Videoüberwachung für das Land Berlin erstreckt sich lediglich, wenn dieser Antrag beschlossen würde, auf die eigene öffentlichen Gebäude, Unternehmen oder Verkehrsmittel. Gegen eine erweiterte Hinweispflicht für die öffentlichen Einrichtungen des Landes Berlin spricht somit sicherlich nichts, Herr Lux. Die im Antrag der Piratenfraktion intendierten Schilder gibt es schließlich auch schon andernorts, etwa zum Beispiel in Dresden. Wenn das also im CDU-regierten Bundesland Sachsen tatsächlich möglich ist, warum nicht auch in der Hauptstadt? Ich hatte es auch bereits in der 12. Sitzung des Plenums gesagt und ich wiederhole mich. Der Intention des Antrags stehen wir grundsätzlich offen gegenüber. Aber auch das wiederhole ich heute gerne noch einmal. Der Antrag behandelt nicht das Problem, vor dem wir als Linke mit bürgerrechtlichem Anspruch stehen. Durch den Antrag wird die Transparenz zwar erhöht, der massive Grundrechtsangriff durch Videoüberwachung aber nicht gemindert. Die Linke steht einer Videoüberwachung daher grundsätzlich kritisch gegenüber. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Mehr Kameras, mehr Überwachung, weniger Bürgerrechte. Wir finden, dass Videoüberwachung im öffentlichen Raum nicht erforderlich ist und wenn überhaupt, dann nur in sehr engen Grenzen sinnvoll sein kann. Und ich finde, sehr geehrte Damen und Herren, auch nicht, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen, sondern es steht derjenige in der Nachweispflicht, der in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen will. Denn bislang ist die Wirksamkeit der Überwachung, besonders im öffentlichen Nahverkehr, für die Kriminalitätsbekämpfung nicht bewiesen. Ob Kameras eine präventive Wirkung haben, ist auch keinesfalls bewiesen. Gerade in urbanen Räumen ist ihre Wirkung zweifelhaft. Kamerabilder können lediglich zur nachträglichen Verfolgung begangener Straftaten hilfreich sein, ohne dies zu verhindern. Die BVG hat ja im Jahre 2006 auch eine zugesagte wissenschaftliche Evaluation abgebrochen, weil absehbar war, dass sie eher nicht die gewünschten Ergebnisse bringen würde. Konkrete Zahlen bleibt sie diesem Hause daher schuldig. Das darf nicht so dahingestellt bleiben. Eine unabhängige und wissenschaftlich fundierte Untersuchung bei der BVG sollte unbedingt erfolgen. Videoüberwachung verhindert keine Kriminalität, sie verursacht höchstens Verdrängungseffekte. Die Straftaten finden dann eben außerhalb des Beobachtungswinkels der Kamera statt. Der aktuelle Trend, den einfach noch mehr Kameras aufzustellen, sollte uns große Sorgen machen. Niemand möchte die britischen Verhältnisse, wo an vielen Orten die flächendeckende Überwachung der Städte fast schon Orwellsche Züge angenommen hat. Kameras sind nur die Simulation öffentlicher Sicherheit. Sie verhindern keine Straftaten, sie richten aber einen gewaltigen Schaden am Recht der informationellen Selbstbestimmung der Bürger an. Es handelt sich dabei um nicht weniger als verdachtlose Eingriffe in dieses Recht ohne Bezug zu irgendeinem konkreten Fehlverhalten. Solche Eingriffe müssen verhältnismäßig sein. Meine Fraktion Die Linke zweifelt schon an der Verhältnismäßigkeit aktuell betriebener Videoüberwachung, denn bereits jetzt haben wir teilweise eine über das
bedenkliche Maß hinausgehende Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen. Und immer, wenn eine schreckliche Straftat uns alle aufschreckt, dann kommen neue Forderungen, mehr Kameras, längere Speicherfrist und so weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sicherheitspolitik auf dem Rücken der Bürgerrechte ist nicht der richtige Weg. Überwachung verändert Gesellschaften. Überwachungsdruck bringt Menschen dazu, sich anders zu verhalten. Er erzeugt Konformität. Das ist nicht die Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. Das ist so nicht hinnehmbar. Daran ändern auch mehr Hinweisschilder nicht. Teşekkür ederim, da wir heute zweisprachig im Plenarsaal sind. Das bedeutet vielen Dank.